Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Nämlich, ihr habt es schon gelesen, The Last of Us. Und natürlich machen wir das auf Deutsch. Ihr habt es gesehen, das ist auch ein Game von Naughty Dog. Vielleicht sogar das Beste, was sie je gemacht haben. Und zuerst mal gehen wir in die Optionen rein, wie immer. Anzeige würde ich sagen, ja gut, ist weniger. Schwierigkeitsgrad lassen wir auf normal. Die Untertitel. Ja, würde ich sagen, lassen wir auch mal an. Die Abzeichen-Einblendungen, also wenn wir irgendwas schaffen, wie zum Beispiel, keine Ahnung, so und so viele Sachen gefunden oder so, machen wir mal mit rein. Und sonst. War's das schon? Hier haben wir die Left Behind Option. Ich habe mir so gedacht, da das mitten in einem Winter spielt, also The Last of Us ist ja in mehrere Jahreszeiten unterteilt. Und im Winter passiert hauptstorymäßig was, aber Left Behind findet genau während des gleichen Winters statt. Also würde ich sagen, dass Left Behind mittendrin aufgenommen wird und dann, wenn das vorbei ist, die Hauptstory von The Last of Us weitergeht. So habe ich mir das gedacht. Und ja, wir fangen gleich mal an mit dem Hauptgame, neues Spiel. Überlebender ist noch nicht verfügbar. Habe ich schon zweimal geschafft, auf einem anderen Profil. Ohne Lauschmodus war das. Was das ist, darauf komme ich noch zurück. Wir machen auf normal. Und schon kann der Spaß beginnen. Ja, hier haben wir Sporen. Auch das wird noch näher erklärt. Überhaupt wird meine Sprechrolle in dem Game hier sehr viel geringer ausfallen als in allen anderen bisher. Einfach deswegen, weil die Charaktere an sich schon das Wichtigste dazu sagen. Natürlich in solchen Momenten, in denen ich was sagen kann, wo geschwiegen wird, werde ich es natürlich machen. So, am Anfang wird jetzt wieder eine Sequenz folgen. In der werde ich auch den Rand halten. Oh, sogar ein Prozent wird das jetzt schon angegeben, weil es so lange dauert. Oh. Na komm. Der Anfang wird ziemlich rasant sein. Werde auch da nur sehr wenig reden. Aber lasst es einfach auf euch zukommen. Na komm. Oh, ich hasse das. Na komm. Sehr schön. Tommy, hör mir zu. Er ist der Lieferant. Er ist der Lieferant, okay? Ich brauche den Job. Ich verstehe. Lass uns morgen früh drüber reden, okay? Wir reden morgen früh. Okay, bis dann. Hey. Rutsch mal. War ein harter Tag, hm? Warum bist du noch wach? Es ist spät. Oh nein, wie spät ist es? Du solltest schon längst im Bett sein. Hauptsache, es ist noch heute. Kleines, bitte nicht jetzt. Ich habe keine Energie dafür. Hier. Was ist das? Dein Geschenk natürlich.
Du redest dauernd von deiner kaputten Uhr. Da dachte ich, naja. Magst du sie? Kleines Diest. Sie ist schön, aber ich glaube, sie ist stehen geblieben. Was? Nein, nein, nein. Oh, haha. Wo hast du das Geld dafür her? Drogen. Ich deale mit harten Drogen. Oh gut, dann kannst du helfen, das Haus abzubezahlen. Ja, bestimmt. Hallo? Sarah, Kleines, du musst mir deinen Daddy geben. Onkel Tommy, wie viel Uhr ist es? Ich muss dringend mit ihm sprechen, also. Onkel Tommy? Hallo? Leitung tot. Was ist denn da los? Oh, Mitch. Dawn of the Wolf. Der Film ist gerade aktiv oder angesagt, sagen wir mal so. Boah, sie ist noch total verschlafen. Wir heben nochmal das Telefon ab, wir hören nochmal rein. Es ist tot. Na. Wieso schlafen die Amerikaner immer mit angeschaltetem Licht? Na. Was haben wir hier? Ach, verdammt. Die habe ich total vergessen. Ach so, die Glückwunschkarte. Lieber Papa. Also schön, du bist nie da, du hast die Musik, die ich höre, du verachtest die Filme, die ich mag. Trotzdem schaffst du es jedes Jahr aufs Neue, der beste Vater zu sein. Wie machst du das? Alles Gute zum Geburtstag, Paps. Hab dich lieb, Sarah. Niedlich. So, was haben wir hier? Wo? Womit die ihr Zimmer voll gekramt hat. Aber erstmal hier raus. Dad? Zeitung. Hohe Aufnahmezahlen in örtlichen Krankenhäusern. Anstieg von 300% aufgrund von mysteriöser Infektion. Die behördliche Lebensmittelüberwachung vergrößert die Liste der kontaminierten Früchte. Riesige Rückrufaktion erwartet. Polizei, verwirrte Frau tötet ihren Mann und drei weitere Personen. Wow. Eigentlich alltägliche Nachrichten. Daddy? Da brennt noch Licht. Bist du hier? Im Zusammenhang mit der landesweit ausgebrochenen Pandemie. Dann, wo bist du? Uns erreichen Berichte, dass die Opfer der Infektion zu erhöhter Aggressivität neigen und, Sofort alle hier wegbringen, es tritt Gas aus. Hey, es scheint, dass die Soldaten hinter mir. Was war das? Dad? Oh. Dad! So langsam. Was ist bloß los? Okay, Cops sind schon unterwegs.
Hier hat sie drauf geschlafen. Ihr Daddy hat eine Gitarre. Mhm. Oh Mann. Ja, angenehm groß. Sein Telefon. Sein Handy liegt hier. 8 Anrufe. Verdammt, wo bist du? Ruf an. Bin auf dem Weg. Ah. Okay. Das ist eindeutig nicht zu Hause. Was haben wir hier? Ich komme heute spät nach Hause. Du kannst dir Essen bestellen. Wir sehen uns morgen früh. Papa. Wo ist er? Überall brennt noch Licht. Der Hund ist auf einmal ruhig. Hier ist nichts mehr. Ah, da ist er. Da bist du ja endlich. Sarah, bist du okay? Ja. War hier jemand drin? Nein, wer sollte hier reinkommen? Halt dich von den Türen fern. Bleib einfach zurück. Dad, irgendwie machst du mir Angst. Was ist denn los? Es sind die Coopers. Etwas stimmt nicht mit ihnen. Ich glaube, sie sind krank. Sie sind krank? Wow. Oh Gott. Jim. Dad. Jimmy, komm her. Komm her. Alles wird gut. Jimmy, komm her. Scheiße. Ich warne dich. Nein. Geh. Ei, ei, ei. Scheiße. Du hast ihn erschossen. Sarah. Ich habe ihn heute Morgen gesehen. Hör mir zu. Hier geht was Schlimmes vor sich. Wir müssen hier raus. Hast du verstanden? Ja. Tommy, los. Los. Okay. Oh, verdammt. Weißt du, was hier draußen los ist? Ich habe so eine Ahnung. Scheiße. Da ist überall Blut. Das ist nicht meins. Lasst uns einfach abhauen. Anscheinend sind so gut wie alle in der Stadt durchgedreht. Können wir bitte gehen? Irgendein Parasit oder sowas. Sagst du mir, was passiert ist? Später. Hey, Sarah. Wie geht's dir, Liebes? Tja. Ganz gut. Machst du das Radio an? Ja, klar doch. Danke. Kein Handy. Kein Radio. Super. Eben noch hat der Sprecher palabert. Und wo sollen wir hin? Er sagte, das Militär baut Straßensperren auf. Kein Zugang zu Travis County. Müssen so schnell wie möglich weg. Die 71 nehmen. Die wollte ich nehmen. Hier ist was. Viele sind denn gestorben? Viele, glaube ich. Meine Familie lag völlig zerfetzt im eigenen Haus. Ja. Sorry. Nicht ihr gegenüber. Wie ist das passiert? Das weiß niemand. Das passiert nicht nur hier. Erst schien es nur der Süden zu sein. Jetzt hört man das über die Ost- und die Westküste. Shit. Herr im Himmel. Das ist Louis' Farm. Ich hoffe, der Schweinehund hat's geschafft. Ganz bestimmt. Sind wir krank? Nein, natürlich nicht. Woher weißt du das? Sie sagten, es sind nur ein paar Leute in der Stadt. Nicht hat Jimmy nicht in der Stadt gearbeitet? Hat er, das stimmt. Alles gut. Mal sehen, was sie brauchen. Was zum Teufel machst du? Fahr weiter. Sie haben ein Kind, Joel. Haben wir auch. Wir haben doch Platz. Hey! Fahr hey, vorbei, stopp! Tommy. Stopp! Ich habe mehr gesehen als du. Und anders wird kommen. Wir hätten helfen sollen. In so einem Fall kann man nie auf Nummer sicher genug gehen. Scheiße. Alle Idioten hatten dieselbe scheiß Idee. Wir können einfach umdrehen. Hey, was zum Teufel los jetzt? Fuck.
Tommy! Scheiße! Wow. Was zum Teufel war das denn? Geh hier! Ah, shit! Wovor rennen die weg? Ich versuch's ja! Wir sind direkt hinter uns! Wir können hier nicht anhalten, Tommy! Ich kann nicht durch sie durchfahren, Joel! Fahr zurück! Hinter mir sind sie auch! Da, da, da! Festhalten! Fahr! Daddy? Hey! Hey! Oh, der Wahnsinn! Zurück, Kleines! Zurück! Okay, gib mir die Hand. Was ist denn? Mein Bein tut weh. Wir müssen jetzt rennen. Komm schon. Halt dich fest. Okay. Daddy. Er ist tot. Angst. Oh mein Gott. Joe, pass auf! Scheiße! Mach die Augen zu, Kleines! Leute, abrennen! Nicht hinsehen, Sarah! Geh einfach nur mich an, Kleines! Ich bring dich hier raus! Versprochen! Flucht! Zurück, es sind zu viele! Hier lang, durch die Gasse! Dann los! Los! Oh, nee! Wir sind fast da, Kleines. Fuck. Los, weiter, mach, dass ihr wegkommt. Komm schon. Oh, jetzt kommen die schon hier drüber. Verflucht. Los zum Highway. Los, du hast Sarah. Ich bin schneller als sie. Okay, Tommy. Wir treffen uns dort. Mach schnell. Klasse. Nee. Wir sind fast da. Oh, die verfolgen uns. Verdammte Scheiße. Oh, noch einer. Scheiße. Ist okay, Kleines. Wir sind sicher. Hey! Helfen Sie uns! Stopp! Bitte! Meine Tochter, ich glaube, ihr Bein ist gebrochen. Lass das stehen! Okay. Wir sind nicht krank. Ich habe hier Zivilisten im äußeren Umkreis. Anweisung? Daddy, was ist mit Onkel Tommy? Wir bringen dich in Sicherheit und holen ihn dann, okay? Sir, es ist ein kleines Mädchen. Aber... Ja, Sir. Glauben Sie mir, wir sind gesund. Aber wir brauchen Ihre Hilfe. Oh, Scheiße! Bitte.
Oh nein. Sarah! Okay, lass mich mal sehen, Kleines. Ich weiß, Sarah, ich weiß. Hör zu mir, ich weiß, es tut weh. Alles wird gut, Sarah. Bleib nur wach. Okay, Sarah, ich heb dich jetzt hoch. Ich weiß, Kleines, es tut weh. Komm schon, Sarah, bitte. Ich weiß, Kleines, ich weiß. Sarah. Kleines. Kleines, tu mir das nicht an. Bitte, tu mir das nicht an. Die Anzahl der bestätigten Opfer beträgt über 200. Der Gouverneur hat den Notstand ausgerufen. Das war unfassbar. Aber hunderte von Toten lagen auf den Straßen. Panik verbreitet sich weltweit, nachdem laut einem Geheimbericht der Weltgesundheitsorganisation die neuesten Impfversuche gescheitert sind. Mit der Entmachtung der Bürokraten können wir endlich die notwendigen... Los Angeles gehört jetzt ebenfalls zu den Städten, die unter Kriegsrecht stehen. Alle Bewohner müssen sich innerhalb von 72 Stunden bei ihrer Zuständigkeit... Schon seit 3 Tagen in Folge herrschen schwere Unruhen und die Wintervorräte werden immer knapper. Eine Gruppe, die sich selbst Fireflies nennt, übernimmt die Verantwortung für beide Angriffe. Ihre öffentliche Satzung fordert die Rückkehr aller Teile der Regierung. Es kam zu Demonstrationen nach der Hinrichtung von 6 angeblichen Fireflies. Ich komme. Na, wie war dein Morgen? Auch ein? Nein, für mich nicht. Ich habe interessante Neuigkeiten für dich. Wo warst du, Tess? West End Bezirk. Hey, wir hatten eine Lieferung. Wir hatten eine Lieferung. Tja, du wolltest deine Ruhe, weißt du noch? Dann lass mich mal raten. Es lief total schief und der Kunde hat unsere Pellen. Kommt das in etwa so hin? Es lief alles wie geplant. Die Lebensmittelkarten werden locker für Monate reichen. Und was ist das da? Ich war schon auf dem Rückweg, als mich plötzlich 2 Arschlöcher angegriffen haben, okay? Ja, die beiden haben mich überrascht, aber keine große Sache. Gib mir das. Leben die Arschlöcher noch? Sehr lustig. Weißt du wenigstens, wer es war? Ja, das waren einfach nur 2 Arschlöcher. Sie sind egal. Was nicht egal ist, ist, dass Robert diese Penner geschickt hat. Unser Robert? Er weiß, dass wir ihn suchen. Er versucht einfach, uns zuvorzukommen. Mistkerl, er ist schlau. Nein. Er ist nicht schlau genug. Ich weiß, wo er sich versteckt. Natürlich weißt du das. Im Lagerhaus in Area 5. Doch wer weiß, wie lange noch. Na, dann gehen wir doch gleich, okay? Von mir aus gern. Tja. Das ist übrig von der Welt. Eine Welt im Chaos, getarnt unter dem Mantel der Kontrolle. Kontrollpunkt 5 ist noch offen. Nur ein paar Stunden bis zur Sperrstunde. Dann sollten wir uns beeilen. Ja. Aber ich werde den ersten Part hier schon beenden. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tata!